Während ich das schreibe, stehen hinten der liebe alte Zögernitz und die Löfflerin beisammen. Ich kann mir schon vorstellen, worüber sie reden, nämlich über mich. Ich bin ja jetzt eine sehr interessante Person, seitdem ich als reich gelte. Jetzt fangen sie wie immer zu streiten an. Ich wollte, ich wäre halb so interessant, wie alle glauben, dass ich bin. In Wirklichkeit. Wie geht's heute? Na, so wie gestern und vorgestern. Gut. Der Lärm stört Sie nicht? Ach so, Bauarbeiten, die machen mir eher Spaß, als dass sie mich stören. Was schreibst du denn da? Tagebuch. Ach so, ein Tagebuch? Was schreibst du da rein? Sie meinen, weil ich eh nichts hab, was ich reinschreiben kann? Weil ich ja nichts erlebe? Ja, ernsthaft. Mensch, wie Sie erlebt mehr als ein anderer. Mag das nicht, wenn Sie in dem Ton reden. Aber ich mag das, wenn Sie in dem Ton reden, mit mir. Da komme ich mir gleich viel normaler vor. Sie sind normal. Was hat denn die Löfflerin wollen? Hat nix. Ach, ich habe doch genau gemerkt, dass von mir die Rede war. Aber war weiter nichts Besonderes. Sie wird sowas gesagt haben wie, das arme Mädel, jetzt hat's wenigstens ein Geld. Stimmt's? Ja, genau das hat sie gesagt. Woher wissen Sie das? Ach, das ist nicht schwer. Sowas kann man sich ausrechnen, wenn man nicht blöd ist. Stimmt. Aber Sie beschäftigen sich viel zu sehr mit sich selbst und das ist nicht gut. Ja, wahrscheinlich. Aber wissen Sie, für eine wie mich, eine Behinderte, ist es nicht ganz leicht, eine andere Beschäftigung zu finden. Ja, es gibt da schon noch Möglichkeiten. Ja, schon. Ich könnte zum Beispiel versuchen, in ein Büro zu gehen. Aber das wollte ich vorher nie. Oder ich könnte studieren. Aber das wollte ich eigentlich auch nie. Also warum sollte ich es jetzt tun? Ja, aber was wollten Sie denn dann eigentlich vorher? Ich habe mir immer sowas vorgestellt, wie Turnlehrerin zum Beispiel. Halt was Sportliches. Ja, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und auf der anderen Seite? Habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht Geschäftsfrau werde, dass ich was manage, aber was Großes. Komisch, gell? Warum? Es gäbe doch keine Kaufleute und Direktoren, wenn sich nicht manche Leute wünschen würden, Kaufleute und Direktoren zu werden. Schon wahr, was Sie sagen. Warum sind Sie denn heute schon wieder so elegant? Na, ich treffe mich mit ein paar Bekannten alle Monate. Einmal treffen wir Sicherheit. Na, Leute von früher. Senioren. Da im Beisel an der Ecke. Und was machen Sie da? Ja, was machen wir da? Nix. Es ist halt eine Art Verein. Die lustigen Schlampertatsch heißen sie. Bisschen Sportverein, bisschen Geselligkeitsverein. Nicht viel dran. Nicht? Aber mein Gott, ist eine Abwechslung halt. Nicht? Sagen Sie, Frau Claudia. Ja? Claudia, ne? Sie haben nicht irgendwelche Freundinnen oder so? Nein, das hat sich aufgehört. Eine Weile sind Sie ja noch gekommen. Aber dann, wahrscheinlich hat es an mir gelegen, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, Sie kommen nur aus Mitleid, Pflichtgefühl, weil sich das so gehört. Wissen Sie, Herr Zögernitz, man wird kein besserer Mensch, wenn einem sowas passiert wie mir. Das können Sie jetzt noch nicht so sagen, Frau Claudia. Sie sind ein gescheiter Mann, Herr Zögernitz. Ach, du älter, nicht? Vielleicht wird man doch auch gescheiter, wenn man älter wird. Können Sie mich nicht mitnehmen? Aber ja, gern. Wohin? Na, in Ihren Verein. Da geht's ja zahlen. Warum nicht? Aber kennst du lauter alte Leute und schlecht aufgeregt noch dazu? Na. Dürfen da keine Fremden hin? Ja, schon. Gäste immer willkommen, heißt es in den Vereinsstatuten.
Es kommen nur nie welche. Aber warum nicht? Natürlich, ich nehme ihn mit. Die sollen ja willkommen heißen. Der schaut denen gar nichts. Also los, auf zu den alten Schlampertatsch. Aber ich muss mich doch noch ein bisschen herrichten. Aber was für die alten Schlampertatsch? Sind sie viel zu schön und zu jung. Die werden schauen. Ah, gehen Sie aus miteinander? Sozusagen. Da wünsche ich viel Vergnügen. Na ja, Sie können Ihnen ja jetzt was leisten, gell, Frau Claudia? Danke. Hoppla. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Geld muss doch irgendwie eine ganz besondere Wirkung haben. Da habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Altsein nichts mit Gescheitwerden zu tun hat. Verstehst du die Welt, Rosi? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Immer kommen die falschen Leute mit den falschen Sachen zusammen. Das ist nicht geordnet. Aber wenn du so diese Merian anschaust, da ewig schaut. Na? Was ist mit den Merian? Ja, sie sind ja. Es steht ihnen aber gut, die Uniform. Geschmackssache. Was mit den Merian ist, will ich wissen. Und was sie da im Bett von der Frau Schindler machen? Ja. Also, ich muss schon sagen. Haben Sie was gefragt, Frau Löffler? Ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie von mir wollen. Glauben Sie nicht, dass ich nicht weiß, dass Sie nichts wie tratschen über uns? Sie regimentstratschen Sie. Über mich und über die Viola und über die Claudia und weiß Gott alles. Sagen Sie, wie reden denn Sie mit mir? So ein junger Mensch. Ich rede mit Ihnen so, dass Sie endlich verstehen. Sie hasstratschen Sie, Bezirkstratschen Sie, Staatstratschen. Jetzt habe ich es. Sie welttratschen Sie. Und ich sage Ihnen, dass ich mir das einfach nicht mehr gefallen lasse. Also, komm. Komm, Rosi, komm. Das müssen wir uns wirklich nicht gefallen lassen. Unerhört, wie diese Jungenheit mit einem reden, nur weil man ein Senior ist. Komm, Rosi, komm, das haben wir nicht notwendig, dass wir uns da so anschreien lassen müssen. Heini, so kenne ich dich ja gar nicht. War das notwendig? Jawohl, das war wirklich fällig. Schon lang fällig. Mir scheint, dass ich wirklich kriegerisch wäre. Gerade jetzt, wo ich abrüst. Na ja, bitte, da hast du's. Warum sie im Bett von der Frau Schindler herumzupft hat. Da, schau. Da hast du's. An das Tagebuch von der Claudia hat sie sich herangebirscht. Die alte Giftmischerin. Blöd von der Claudia, dass sie es auch liegen lassen hat. Ja, trotzdem. Sie ist ja grauslich. Aber ich finde, man soll nicht so umgehen mit einer alten Frau. Ach was. Darf einer grauslich oder bösartig sein, nur weil er alt ist? Ehre das Alter, von mir aus. Aber wenigstens ein bisschen was muss er zum Ehrnach da sein. Wo kommst denn du her? Ob sich die Alten und die Jungen schon immer so schwer miteinander getan haben? Ich weiß nicht. Vielleicht war es früher halt auch so ein Industriegesellschaftsproblem. Wo bist denn gewesen? Oder vielleicht gibt es heute einfach mehr alte Leute. Warum gibst du denn keine Antwort? Vielleicht mag ich sie nicht. Wen? Die Ausfragerei. Verstehe. Nächste Woche rüste ich ab. Ich weiß. Na, sehr begeistert klingt das nicht. Dabei freut mich das wirklich. Ja? Und wo bist du gewesen? Warum interessiert dich das eigentlich so? Na, früher warst du immer zu Hause, wenn ich gekommen bin. Ach so? Was heißt das so? So heißt das so. Die letzten Male warst du überhaupt nicht da. Das ist ein Verbrechen, oder? Ein Verbrechen nicht. Aber ein Vergehen. Wo ich doch eigentlich brav zu Hause sitzen sollte. Und darauf warten, bis der müde Krieger nach Hause kommt. Penelope und sowas. Das hab ich ja nicht gesagt. Aber gemeint. Weil sich's halt so gehört. Wie redst du denn? Vermutlich nicht unterwürfig genug, oder? Du liebst mich nicht mehr. Doch. Aber? Aber ich will nicht dauernd ausgefragt werden, wo ich bin und was ich tue. Was erwartest du dir eigentlich von mir? Soll ich dir vielleicht alles aufschreiben? Einen Stundenplan machen? Genaue Angaben von Zeit und Ort? Nein. Was hast denn? Du, nächste Woche rüst dich ab. Ja, da kannst du ja dann die ganze Zeit auf mich aufpassen.
Soll ich vielleicht immer nur zu Hause sitzen und dir was Gutes kochen? Strümpfe stopfen, Märchen erzählen? Nein, das will ich nicht. Ich bin kein Reservemutterl. Ich bin auch kein Besitzgegenstand. Ich bin's nicht und ich will's nicht. Drum lass mich gehen. Bleib da! Nein! Ich lieb dich doch! Ich dich auch, aber... Ich lieb dich doch. Ich lieb dich doch. Ich lieb dich doch. Bitte, Heini, hör auf! Ich lieb dich doch. Bleib da, bitte, bitte. Eine Zeit. Ja. So, bitte. Der Tisch ist aber auch sichtbar, da besetzt mit der. Wir bleiben in der Tisch. Ich muss mal fahren. So. Zum Glück habe ich aber Herr Novak, ja, eine Uhr gibt es. Ja. Nein, jetzt habe ich ja erzählt, dass ich heute zu euch zu den Schlampadatsch gehe, ne? Schlampadatschverein. Und das wissen wir, wo das ist, dann habe ich es ja gesagt, ne? Ich wollte es mitgehen. Unbedingt, geh mit. Ne? Da sind wir. Sie heißt also Claudia Merian. Die meisten von euch werden die Merians wie ich kennen. Ne? Ihr kommt ja die meisten eh aus der Nachbarschaft. Also, freut sich heute, dass wir einen Gast haben. Ja. Noch dazu einen so jungen, ne? Seid nett zu ihm. Ja. Ich meine zu ihr. Da kannst du nicht ein bisschen warten, Novak. Erst mit einem aufgelegten Dreier in der Hand, als Klopfer Schneider stehst. Na, so, na. Komm. Kommen Sie, ich stelle Ihnen die unseren der Reihe noch ein bisschen vor. Das sind unsere Beamten. Ich meine, früher waren sie welche, nicht? Ja, bitte. Ich bin ein alter Boss. Das ist gut. In Ruhe heißt das. Und das ist der Herr Amtsrat Knoflach, auch in Ruhe. Oberamtsrat, sehr erfreut. Mit mir, wenn einer schnupfen will, muss er früh aufstehen. Also stell dich nicht so, Bäm. Du hast schon zwei Bummen. Du, einmal noch, wenn du Bäm zu mir sagst. Also bitte, Gorschen, ist doch keine Schande. Die sind unsere Kassierer, die zwei, quasi der Sparverein. Na, wie haben wir es denn? Ah, ist leider nicht viel drin. Ein Minuswachstum gegenüber vom vorigen Jahr. Die wirtschaftlichen Umstände machen sich halt auch in diesem kleinen Kreis hier bemerkbar, liebes Fräulein. Wie war bitte Ihr Name? Merian, Claudia. Na, schauen Sie. Faul sind zum Einzeln, das ist die Lage. Ist recht. Ich trau zu. Was? Schon wieder? Der Pem rächt sich. Außerdem ist ein Rechenfehler drin. Das ist kein Rechenfehler drin, lieber Herr Oberamtsrat. Wie oft soll ich das noch sagen? 1000 Mal, wenn's willst. Und das bleibt doch einer. Himmelfix laudern! Entschuldigen Sie, liebes Fräulein Marion, aber. Merian. So ein Rechnungsabschluss ist halt immer, wie soll ich sagen? Ja, ich verstehe schon. Ja, weil so viele Rechenfehler drin sind. Unnötige. 53. 55. Und 10 sind 65. Also, was gibt's denn? Ich zähl nur einmal. Gehen wir weiter um Haus. So, darf ich vorstellen? Na, lass nur, Franz. Das machen wir uns schon selber. Das ist die Frau Oberamtsrat Knoflacher. Freut mich sehr. Grüß Gott. Das ist die Frau Franziska Fröhlich. Sehr angenehm. Okay. Schneiderin. Naja, das war mal. Nein. Die schneidet heute noch. Zu Hause. Ja, aber nur aus Gefälligkeit, bitte. Und nur für Bekannte, bitte. Ich bin die Emmy Wenzel, verwitwet. Ich kenne Ihnen, da waren Sie noch so klein. Na, so klein waren Sie. Wenzel? Sie waren. Sie ja, waren die doch Fleischerin am Eck vorn. Ja. Sie sind immer mit Ihrer Frau Mutter zu uns einkaufen gekommen. Und Sie haben mir immer ein Stückel Wurst zum Kosten gegeben. Ja, wir haben eine sehr gute Wurst gemacht. Aber teuer war's. Für die Qualität geschenkt. Naja, aber jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist ein Selbstbedienungsladen drinnen. Aber wenn ich so denke, was Sie für ein lebhaftes Mädel waren. Ein richtiges Springinkerl. Manchmal, da war so ein Bub in Ihrem Laden, der hat mich immer an den Haaren gezogen. Und das war bestimmt der Karliburg. Vor dem habe ich mich auch sonst gefürchtet, auf dem Schulweg und das so. Das kann nur der Karliburg gewesen sein. Hört's doch auf. Das ist immer schon ein Verbrecher gewesen, der Karliburg. Er ist kein Verbrecher. Sie ist nämlich Ihr Neffe. Und ich heiße Svoboda. Angenehm. 20. Weiteres nichts zu sagen. Eine Witwe halt. Nach einem Ingenieur. Sie ist wenigstens eine lustige Witwe, die Susi. Das ist doch auch schon was, oder? Ich tu nicht solche Komplimente sagen. Hört dazu.
Hast du das Herz aus? Mann, wie ist Herz aus so? Ja, zeig's her. Aber immer Gäste. Ich hab ja Pech gehabt. Also dann herzlich willkommen in unserem kleinen Freundschaftskreis. Hoffentlich langweilt's Ihnen nicht bei uns älteren Leuten. Nein, nein, bestimmt nicht. Ja, hoffentlich nicht. Wir haben nämlich schon eine recht erfahrene Gesellschaft. Okay, Franzi. Bittis, du. Ich sag's nur, weil es wahr ist. Manchmal sind wir schon lustig auch. Ja, im Fasching. Im Fasching, da machen wir ein Maskenkränzchen zum Beispiel. Aber letztes Jahr, da haben wir keins gemacht. Ja, da haben wir keins gemacht. Schrecklich, was Ihnen passiert ist, Fräulein Merian. Wo Sie so ein Springinkel waren. Ja, da waren wir wirklich ganz weg damals. Das ist lieb von Ihnen. Guter Big Bull, es reicht. Aber müssen Sie sich vielleicht vorstellen, dass das vielleicht auch zu was gut ist? Ja, aber zu was? Man muss halt nehmen, wie es der liebe Gott schickt. Der meine hat einen Krebs gehabt. Also, Emmy, ich bitte dich. Na, wir. Krieg auch ein paar Würstchen. Ja, jetzt noch einen anderen. Na, Herr so. Otto, endlich haben sie der Küche die Würstel entrissen. Wir haben eine Aushilfe. Dabei ist mir eh schon der Appetit vergangen. Aber meine Damen, Pizzi, das ist doch keine Konversation für einen jungen Menschen. Gnädiges Fräulein, erlauben, dass ich mir vorstelle, Coranda heiße ich. Otto? Ja. Darf ich Sie bemühen zu unserem Tisch hier herüber, bitte? Das ist der Rat, hat heute seinen schweigsamen Tag. Ich bin schon ganz frustriert. Mensch braucht doch ein Gespräch, wenn er ein Mensch sein soll. Ne? Das ist der Dentist Goldzahn. Otto? Herr Bär. Willkommen sofort. Herr Coranda, was darf denn sein? Ein Viertel für den Herrn Zögernitz. Jawohl. Ich darf Ihnen doch einladen. Ja, bitte. Und Sie, liebe junge Dame? Danke, vielleicht später. Ja, mir auch noch ein Viertel, gell? Ja. Wie gewollt, wie gewünscht. Man soll seinen Launen augenblicklich immer freien Lauf lassen. Oder? Coranda. Felix Coranda. Haben vielleicht den Namen schon mal gehört? Nein, leider. Oder ja, ich glaube schon. Mir scheint ja. War früher einmal nicht ganz unberühmt. Na. Bin nämlich Schauspieler gewesen. Auch bei Funk und Film. Später dann Conferencier. Bei hauptsächlich wohltätigen Veranstaltungen. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Na, nee. Geschichten? Nee, na. Hören Sie nicht auf ihn. Er hat heute seinen schwermütigen Tag. Es ist der Mond. Sonst ein sehr sympathischer Mensch, der Koloman. Aber wenn das berühmte nächtliche Gestirn am Firmament... Im letzten Viertel ist er. Herr Otto, apropos. Ja, das letzte Viertel, ich weiß. Sie müssen das schon entschuldigen, aber ab dem zweiten Viertel ist er ein prachtvoller Charakter. Darf ich mir die Laube erfragen? Die Frage erlauben, welchem Umstand wir das Vergnügen verdanken, Sie in unserem Kreise zu sehen. Das möchte ich jetzt langsam auch wissen. Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich bitte Sie nun, unseren Kassenbericht zur Kenntnis zu nehmen. Ja, aber erst bis wir das Bummel ausgebitten haben, ja? Aber ich bitte, Herr Nowak. Das ist nichts mit dem Bieten, es steht 5-6, ja? Das ist eine Entscheidungsschlacht um den Liter. 5 Minuten jetzt zu warten können, bis in den Huber schlacht. Also 5 Minuten? Mich abschlachten, dass ich nicht lache. Ja, spür aus. Erinnern sich, wo mich gesehen haben? Ja? Oh, sind das Kind nicht oft ins Theater gegangen, hm? Doch, in der Neubaugasse, da hat es manchmal so Märchenvorstellungen. Ja, Samstag, Sonntag, Nachmittag, Theater der Jugend. Ja, haben vielleicht Schneewittchen gesehen? Kann ich mich nicht erinnern. Ah, der gestiefelte Kater? Ja, den habe ich gesehen. Ja, da habe ich nicht mitgespielt. Eine Intrige wie oft bei den Bühnen. Ne? Aber das tapfere Schneiderlein, das habe ich gesehen. Das war sehr lieb. Ja, vielleicht auch an den Riesen, der was das Schneiderlein fast zerdrückt. Ne? Ja, der war so grauslich für mich damals mit seinem roten Bart. Der war ich. Entschuldigung. Ich war der Riese in dem Stück. Da habe ich Sie aber ganz anders in Erinnerung. Viel größer und dicker. Na ja, ausgestopft, ne? Und hohe Sohlen. Ne? Das Kunst der Maske vermag viel. Und das
Können natürlich. Das Können vermag aus Durchschnittsgrößen Riesen und Zwerge zu bilden. Corrada, ich bitte dich. Ja, schon. Das wirst du nie verstehen, du Banause. Ein paar Jahre zur Wurst. So, das ist ein Viertel herab. Danke. Haben Sie jetzt einen Wunsch? Danke, noch nicht. Bitte. Ist ja wahr. Ein Brot aus einem Wurstel spült. Herr, wie ist der Garner? Da draußen ist eine Dame, die möchte mir sprechen. Ach, sonst ist sie da reinkommen. Ja, ja. Ich sag dir, Rab. Corrada, ich bitte dich. Ein paar Jahre bist du. Zeiten der Engagementschwierigkeit. Guter Clown, der muss ja ein großartiger Künstler sein. Grog. Charlie Riebel. Ja, freilich. Ich beziehe weiter. Dankeschön für die Einladung. Ja, ja. Wir sind dann jetzt heim. Ich weiß nicht, das ist doch keine Gesellschaft für Sie. Ich habe es mir zwar ganz anders vorgestellt, aber so schnell gebe ich nicht auf. Na ja. Sag was. Ich liebe dich. Und? Geht's gut? Es wird gut. Ja. Und wir streiten nimmer? Nimmer. Ich möchte ein Gedicht auf dich machen. Nein. Nicht jetzt. Nein, schön ist es nicht gerade, aber vielleicht sind sie gehemmt wegen mir. Das müssen Sie wissen, dass da die Zische gesessen sind. Er 85, sie 82. So wunderbare Leute, die zwei. Und dann haben sie sich umgebracht, die zwei. Die drei Wochen hat man nichts gewusst. Schade, dass sie nicht mehr kennenlernen können. Rab. Das ist doch nichts für Fremde, Rab. Drei Wochen? Ja, haben Sie es nicht gefunden? Es waren so gute Leute. Ach, ja. Meine Herren, bitte. Szene, Herr mit der Dame und mit dem König. Dreifass. Möchte den gern Kreis Uhr. Und genug habe ich 67. Dass sagen, ich Ihnen vorstelle. 65. Ruhe. Warum musst du die kurzen Sachen haben? Meine Herren, es ist ein Gast. Aber sie verbrauchen keinen Gast. Bitte um Ruhe. Die Überprüfung des Kassenbestandes ergibt die Summe von 4.700 Schilling. Das ist zu wenig. Wie Herr Huber so im feststellt, ist das allerdings zu wenig. Denn die Summe sollte 5.200 betragen. Wir haben also ein Manko von 500 Schilling. Das ist entstanden, weil ein Mitglied heute nicht und nicht unseren Zahlungsaufforderungen nachgekommen ist. Hört! Der Sorge ist es. Was mich dabei gestört hat, waren nur die blöden Ausreden. Du bist es. Hat der Kalibur wie das ganze Geld abgenommen? Aber hör schon auf. Ich geniere mich ja eher so. Gegen diesen Verbrecher musst du was machen. Ihr habt's leicht reden. Trotzdem muss sie was machen. Was denn? Dein Manko da wie immer schlecht gefühlt. Dann willst du vielleicht sagen, dass ich Unterschlagungen mache? Ich unterstütze den Wies, gell? Ich unterstütze den Wies. Grauslich, wie die Zischecks gestorben sind. Streitet's nicht, wir sind ein Geselligkeitsverein. Sagen Sie, ist das wahr? Hört's doch auf! Ein schöner Verein, wo 500 Schilling gefällt. Ist das wirklich wahr? Dass dem Herrn Zöger nicht sein Bruder. Das wird seine Konsequenzen haben. Dass er Ihnen eine riesige Erbschaft verpasst. Er kann sagen, was er will, der Nowak. Ja, alles wurscht. Seht ihr denn nicht, dass wir einen Gast da haben? Wir brauchen keine Fremden da. Ist eine Gewalttätigkeit. Also, solche schon gar nicht. Es ist doch interessant, wenn eine Behinderte so viel Geld hat, ne? Herr Zöger, jetzt. Wir gehen. Ja, geh mal kurz. Tut mir leid, dass ich Sie hergebracht habe. Alte Deppen, grausliche. Beim Hitler hätte sowas nicht gegeben. Wollt ihr nicht doch was essen? Nein, danke. Na, ich auch nicht. Dann habe ich auch keine Lust.
Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ich auf Sie? Das fehlt noch. Irgendwie wäre das Ganze ja komisch gewesen, wenn es nicht so traurig gewesen wäre. Infernalisch war das. Geh nie mehr dorthin. Ich mache einen Wein auf. Da helfe ich Ihnen. Habt ihr Gläser genug? Sag mal, was ist denn los mit dir? Nix. Du hast doch geweint. Ach, wie kommst du darauf? Man sieht's dir an. Ja, du hast ja den Durchblick. Das sieht man auch so. War was mit Meini? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Wenn du nicht drüber reden willst, dann musst du nicht. Ach, lass bitte. Ich habe wieder als Zeugin gehen müssen bei meinen Eltern. Schon wieder? Das nimmt kein Ende. Und wie das wieder war, du kannst dir das nicht vorstellen. Wie zwei Viecher sind sie aufeinander losgegangen. Voller Hass. Der Papa und die Mama. Dabei sind das so liebe Menschen. Eigentlich. Manchmal. Ich werde nie verstehen, wieso dieselben Menschen manchmal so gut und manchmal so mies sein können. Das ist halt so. Wir haben sie erlebt heute. Aber wie soll man da die Menschen gern haben? Man muss es halt trotzdem probieren. Der Herr Zögernitz hat ihr Bruder. Ihr Bruder hat immer gesagt, die Kunst besteht darin, dass man die Leute gern hat, auch wenn man nichts hält von ihnen. Das ist wirklich eine Kunst, ja. Gott, hab ich eine Wut auf diese alten Schöpfen. Dieser Hubert, dieser Novak, ach, dieser... Vergess mal's. Reden wir von was anderem. Ist da wer? Wer ist denn da? Das Gefühl... Ah ja, da ist ja wer. Ja, wahrscheinlich spüren nicht die Löfflerin wieder umeinander. Bitte vielmals um Entschuldigung. Was macht ihr denn da? Ich hoffe, wir stören nicht. Dass ihr euch überhaupt hierher traut. Am liebsten möchte ich aber euch... Aber nein. Das ist mein Bruder Heini und das ist die Viola. Also wie der Verein sich heute benommen hat. Das ist ja auch der Grund sozusagen... Unseres Erscheinens, ja, gewissermaßen. Ja. Wir bedauern ganz außerordentlich... Und von ganzem Herzen. Hinterher kann einem leicht was leid tun. Aber ich bitte Sie, Herr Zögernitz, so arg war es auch wieder nicht. Grüß Gott, liebes Fräulein Claudia. Sie? Ihr? Um die Zeit? Ja, was macht ihr denn da? Wer sind denn die? Sicher auch so ein paar Schlamperdatschen gekommen. Es hat mir einfach keine Ruhe gegeben. Ja, bitte. Mir nämlich auch nicht. Es war einfach unmöglich, wie wir uns benommen haben, Ihnen gegenüber. Nämlich die Männer. Ich meine, wie sich die benommen haben Ihnen gegenüber. Aber bitteschön, tun's nicht so. Ihr sitzt den ganzen Tag zusammen und wartet, dass was passiert, damit ihr tratschen könnt. Also das ist eine Frechheit. Ja, jetzt bitte, besser das jetzt? Das finde ich unerhört, als wenn ich tratschen will. Ja. Die Männer tratschen ja schließlich. Oder gut. Nein, da muss ich mich aber entschieden dagegen gut? Verwahren, meine Damen. Wir gehen, sind lieber als bereit. Sehr gut. Ich mache die ganze Zeit im Kopf ein Gedicht auf dich. Hoffentlich gehen die bald. Ach, lass sie doch. Aber ich möchte ins Bett mit dir. Du bist zu laut. Ich möchte ins Bett mit dir. Schon wieder? Natürlich sind die Männer schön, das ist ja klar. Na, vielleicht nicht. Nix als Kartenspinnen im Kopf. Ja, wieso sind denn Sie da, Herr Ministerialrat? Aus dem gleichen Grund wie Sie, Frau Swoboda. Wir wollten uns entschuldigen für die anderen Schlampertatsch. Und wir sowieso. Ich glaube, ich träume. Die Blärmerl sind nicht besonders so. Aber um die Zeit, nicht wahr? Die sind am Positivtrip, mir scheint. Ich sei gewährt, mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte oder Zwölfte. Ich träume wirklich. Was? Los? Entschuldigt euch, ihr beiden zwei. Wir möchten uns höflichst entschuldigen. Brauchen wir gerade um einen Liter. Ja, so ein Schnaps, er nimmt einen halt psychologisch stark her, nicht? Ja, sicher. Halt so. Da haben wir fast alle wieder beieinander. Es war dieses Treffen, verehrtes Fräulein Merian, in keiner Weise weder beabsichtigt
und in irgendeiner Art vorgesehen bzw. organisiert. Da es nun durch die Verkettung verschiedener Umstände bzw. durch die Parallelität individueller Empfindungen zu diesem Zusammentreffen gekommen ist, da ist doch noch wer, glaube ich, im Namen aller hier Anwesenden sprechen und sagen zu dürfen, dass wir... Das ist der Präsident oder sowas. Dunkeln wird nicht gemunkelt. Da kommen Sie her. Setzen Sie sich. Die meisten aus diesem Kreis kennen sich eh. Aber bleiben Sie doch, Frau Löffler. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Bei mir ist ja da draußen viel zu kalt. Da hole ich mir einen Reformatschichten, der sich gewaschen hat. Na, dann gehen wir eben zu mir hinein, alle miteinander. Heute Abend ist eh so ein Abend zum Reden und so. Sollen wir Ihnen helfen? Geht, die schaffen das auch ohne uns. Und wir können uns endlich zurückziehen. Na, später. Ich würde Ihnen lieber noch ein bisschen zuhören. Weißt du? Über kurz oder lang wird man selber auch so ein Schlamperdatsch. Das glaubst du aber selber nicht. Also, das dauert wirklich noch eine Ewigkeit. Naja, wenn meine Eltern gestritten haben, dann habe ich immer gesagt, zu mir, verstehst du? Bin ich kein Problem. Ich habe immer gesagt, das geht dich nichts an, habe ich gesagt. Und doch, jetzt schon. Na, sag. Na, jetzt, mich reißt es jetzt schon, wenn ich daran denke, dass ich heiraten sollte. Ich könnte es nicht. Mich auch nicht? Na, ich hätte Angst vorm Streiten und vor all den scheußlichen Dingen. Spinnst? Viren streiten? Na ja, heute haben wir vielleicht nicht gestritten. Also auf zu die Schlampertatsch. Oder glaubst du, dass wir stören? Und wenn? Ach wo, wir setzen uns einfach zwischen die Tür. Was soll den Beisel noch gehabt haben? Auf dass wir nicht des Hungers Beute werden. Was sind die Teller, bitte? So. Eingerichtet bin ich ja nicht auf so viele Leute. Ja, aber wozu habe ich denn den Kasten, ne? Aber es ist hart. Man ist so alt, wenn man sich fühlt. Ja. Schau, mein Vater, 72 Jahre alt, der sein letztes unehrliches Kind gekriegt hat. Oder Alimente gibt's da? Oder? Bis zu seinem Tod gearbeitet hat, der Vater. Da wird's aber nicht viel Freude gehabt haben mit ihrem Herrn Vater, ihre Frau Mutter. Hat's aber, weil er fesch war. Bis zu seinem letzten Tod. Und sie hat eh 6 Kinder gehabt, von ihm. Das war noch leid damals. Alt, aber wild. Nicht so Senior-Pensionist mit mir sein. Ja. Wenn der mit seinem Rausch haben kann. Ich bitte, hör schon auf, ja. Wie schauen die Schatten auf dem dritten Viertel im Mond für ein Friedhofslaternenlaun, du Tate. Weißt du, wie ich reiß dich an der Urweißlaun. Na, hast du recht. Ein Großzimmer. So ist es. Was meinen Sie? Ein Großzimmer. Eingerostet. Ja, da möchte ich aber schon bitten, ja? Das gilt vielleicht für Sie. Aber nicht für mich. Ach so, für Sie gilt das nicht. Also, glauben Sie, weiß nicht, was Sie machen zu Hause, seit der Ihrige gestorben ist? Nein. Was machen wir denn? Man hat da sitzen da. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. So was haben wir noch nie da gehabt. Soll denn da noch was werden? Ich denke am Roten. Wir sind dann zu viel. Aber wo? Kann ich denn? Stehen da früh auf, wir räumen die Wohnung zusammen, wir einkaufen, wir kochen mal was. Ich weine ran, ich esse, ne? Ja, na, nachher sitzen sie umeinander. Also ich sehe sehr viel Fern. Und was machen sie dann? Mit wem haben sie den Umgang? Ne? Mit niemandem. Ja? Warten dann, bis die alte Schlampertatsch getroffen haben, damit sie unter die Leute kommen. Na, und ihr Karlibur, ausbeutet tut er immer, geht's jetzt auf. Aber manchmal ist er auch lieb zu mir, der Karlibur. Ja, wenn sie vielleicht von ihm träumen in der Nacht, was? Ja, sonderbar. Halt viel gestorben in den letzten Jahren. Ja, das ist wahr. Es sind viele Leute in den letzten Jahren gestorben. Ja, das kommt nur uns so vor, weil wir halt fast nur alte Freunde und Bekannte haben. Da kommt der Tod halt öfter vorbei. Ein allgemeines Übel ist der Tod. Was? Von Goethe. Wir haben viel bessere Wurst gemacht damals. Das ist auch nicht mehr das, was einmal war. Ja, das ist schon so. Mein Vater war das wohl. Er hat gerne eine schöne Leicht gehabt. Wenn es auch nicht das Einige war. Damals, da war eine schöne Leicht noch ein gesellschaftliches Ereignis. Ja, das war schon so. Es summiert sich langsam zum Massengrab. Warum so zaghaft zu bangen vor dem Tode, dem unentfliehbaren Geschick?
Na, von wem war sie denn? Der Schiller, glaube ich. Ja, das kann sein. Ich finde die Wurst Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Das Fräulein Claudia will was sagen. Ruhe auf der Bühne, die Gastgeberin ergreift das Wort. Entschuldigen Sie bitte, aber seit einer Stunde ist nur mehr vom Tod die Rede. Na, wenn es Ihnen zu viel, das ist es ja nicht. Ja, meine Herrschaften, die junge Dame hat vollkommen recht. Ich möchte auch einen roten. Ja? Wir reden viel zu viel davon. Sein oder nicht sein, das war hier die Frage. Fast Shakespeare. Ich bitte dich, Coranda, sei ein bisschen still. Verzeihung, ich werde schweigen, wie das Garabe. Schon wieder, Holz zurück, pardon, pardon, das Garabe war unbewusst. Aber das kommt daher, dass wir immer unter uns sind. Und natürlich haben wir Krankheiten auch. Die Galle und die Leber, das ist es. Die Galle? Stark bist. Schade. Ich bin pumpelgesund. Ja, bis auf den Kolch im Hirn. Stört mich nicht. Ist ja natürlich. Also mein Magen ist nicht in Ordnung. Na, der Appetit ist noch gesund. Sie haben es nötig, die gesündeste von uns alle. Aber dauernd sitzen Sie beim Doktor herum. Nur am Dienstag und am Freitag. Servus. 20 Decker Salami verdruckt. Genau so ist es. Ohne Brot. Ja, sie weiß mit ihrer Zeit nichts anzufangen. Die Zeit ist das Gegenberuhr. Ja, es ist ja so. Ja, aber warum? Ich verstehe das nicht. Das ist doch schön, wenn man so viel Zeit hat. Da kann man was tun mit der Zeit. Zeit ist was Kostbares, egal ob man alt oder jung ist. Da kann man so viel tun. Da sollte man etwas irgendwie... Ach, ich kann es jetzt nicht formulieren, wahrscheinlich. Entschuldigung. Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Sie haben recht. Sie haben schon wieder recht, meine Herrschaften. Wir sollten wirklich etwas... Etwas. Na, na, was? Zum Beispiel uns nicht so isolieren. Wir isolieren uns ja gar nicht. Wir werden isoliert. Ja, wer isoliert dich? Na, die anderen. Zuerst sagst du, bist der Senior. Ja. Na, dann gibst du einen Ruhegenuss. Dann sagst du, arbeiten darfst nicht, denn sonst ziehen sie es vom Ruhegenuss wieder ab. Ja. Und die jungen Leute sind da schrecklich gemein heutzutage. Hm? So wie dein Kalibur. Ja. In der Straßenbahn steht ja auch keiner auf, wenn eine Seniorin da steht und sie nur so giftig anschaut. Ne? Jawohl. Na, hört auf zu ranzen. Kümmert euch darum, dass ihr nicht isoliert seid. Ich aber wieder. Wir machen einen Ausflug. Zu was denn? Dass wir am Anhänger wieder unter uns sind? Was sind wir da? Nein, man muss wirklich was tun, dass man rauskommt aus dem Ghetto. Ich meine, entschuldigen Sie. Aber Sie brauchen sich doch nicht immer zu entschuldigen, Kind. Lass mir was denken. Ja, es wäre doch interessant zu erfahren, was eine Angehörige der jüngeren Generation über dieses Problem denkt. Ja, ja, natürlich. Schauen Sie, ich habe mir das so vorgestellt. In Wien gibt es doch so viele Menschen, die im Laufe des Lebens viel Erfahrung gemacht haben und die viel erlebt haben und die doch gerade dann in so vielen Sachen viel gescheiter sind als die Jüngeren. Bravo. Bravissimo. Das ist wahr. Schau dir die Claudia an. Wie ausgewechselt. Ein guter Gedanke ist das. Ein paar hunderttausend über 60. Das muss man sich ja mal vorstellen. Das ist ein riesiges Potenzial, mit dem niemand was anfängt. Die Politiker. Ja, kurz vor der Wahl. Und ich verstehe auch gar nicht, warum die alten Leute so schweigsam sind und so viel Angst vor der Welt haben. Statt dass sie was tun, was ihnen Spaß macht, sitzen sie nur herum und motschkern. Entschuldigen Sie. Nee, nein, ich entschuldige mich nicht, weil es wahr ist. Aber das Wichtigste, und daran hat noch niemand gedacht, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum. Die alten Leute sind doch die einzigen, die wirklich freie Menschen sind. Ich meine, die Kinder sind aus dem Haus. Sie brauchen nicht zur Arbeit zu gehen, weil sie schon ein Leben lang gearbeitet haben. Sie können machen, was sie sich ihr ganzes Leben lang gewünscht haben. Nur glaube ich halt, dass die meisten verlernt haben, was sie sich gewünscht haben. Oder sie haben es vergessen. Ich weiß nicht. Sie haben ihre Wünsche weggesteckt und begraben. Das muss man doch begreifen, dass sie tun können, was sie nur wollen, dass ihnen keiner was dreinreden kann. Und die Pension, das ist etwas, das ihnen niemand wegnehmen kann. Na, niemand kann einen Pensionisten kündigen. Stimmt. Und ja, das muss man sich vorstellen. Da gibt's keinen Chef, niemand, der einem was vorschreibt, und man kann nicht entlassen werden. Ja, sicher, man ist alt, aber frei, verstehen Sie? Frei. Das ist doch eine Chance, die man das ganze Leben nicht gehabt hat. Bravo, Kind. Bravo. Sehr richtig. Ja, die Frage ist nur, was sollen wir tun? Was Sie wollen.
singen, Spaß machen, Fenster einschmeißen. Theater spielen hier bei uns im Hof. Oder Selbsthilfe machen. Irgendwelche Grauslichkeiten abstellen und dann zum Heurigen fahren. Oder Standeln aufstellen mit selbstgebackenen und es verkaufen und dann von dem Geld, wenn es reicht, nach Afrika fahren. Oder demonstrieren. Warum sollen das nur Junge? Häuser besetzen. Den Kindern im Park Geschichten erzählen von früher. Oder sich lustig anziehen. Warum sollen das nur die Jungen? Das können doch Senioren ja, das auch. Das ist sehr richtig, ja. Sehr richtig. Recht haben Sie. Recht haben Sie. Ja, bravo, bravo. Super, Claudia. Toll. Ja, da ist was dran. Na, hab ich euch was ins Haus gebracht? Ja. Ja, bravo. Theater spielen. Theater der Senior. Aber demonstrieren gehen nicht. Ja, das müssen Sie ja nicht. Gescheit, gescheit. Hervorragend. Wirklich ganz hervorragend. Und wegen der Mode, da kommt's zu mir. Schneidern du eh. Das war Spitze. Spitze, Spitze, Spitze. Das ist er so. Das ist er ja, so. Recht hat sie. Ja, recht so hat ist sie. Es. Wollt ihr nicht sprechen? Ja, 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 ja. Jetzt ist der Punkt für eine Rede. Ja, los, los. Ich werde mich kurz fassen. In Anbetracht dessen, dass aus Gründen, die bekannt sind, die letzte Generalversammlung des Geselligkeitsvereins, die alten Schlampertatsch, die stattgefunden hat, nicht stattfinden konnte. Kurz machen, kurz. Daher auch nicht, wie in unseren Vereinsstatuten festgelegt, das Amt des Vereinspräsidenten besetzt wurde, schlage ich vor. Ja! Jetzt sind's Präsidentin auch noch. Das war was, hä? Ich war arg, wie? Arg? Arg? Das war wie eine Explosion, war das von Ihnen. Jawohl, ja. Batsch, eine in die kalte Suppe. Das hat etwas Erhebendes gehabt. Aber... Ich hab nur so geschaut, aber wie? Ich hoffe nur, ich habe niemanden verletzt. Das war genau, was sie braucht haben, die alten Schlampertatsch. Aber genau. Erhebend. Grandios. Präsidentin. Jetzt haben sie was zum Kiefen. Und dass sie morgen schon eine extra Zusammenkunft ich haben. Ich möchte wissen, was ich da machen soll als Präsidentin. Nicht nachgeben. Auf keinen Fall. Finde ich grandios. Jedenfalls sind Sie jetzt auch noch eine interessante Person.